Es kann losgehen und wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Wir, das sind Wolf Fuß und Frank Buschmann. Tag zusammen. Heute heißt es also Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg. Die erfolgreichste Saison des VfL Wolfsburg ist nach wie vor 2008-2009, ne? Ja, ganz klar. Neben dem Pokalsieg 2015 überstrahlt die Meisterschaft unter Felix Magath natürlich alles. 54 Tore zum Titel trug damals das überragende Sturmduo Grafit und Edin Dzeko bei. Die Spielleitung übernimmt heute Heimo Wasserschneider. Anstoß Wolfsburg, kann losgehen hier. Gelavogi. Jetzt wird's gefährlich. Da holt er den Ball zurück. Jetzt vielleicht. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Ecke für den VfL Wolfsburg. Gelavogi. Waszczykowski. Pazoe. Kuba am Ball. Wird das eine Torchance? Da passt er auf. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Robin Knoche. Und nun Gomez. Wird's jetzt gefährlich? Maximilian Arnold. Und den hält er fest. Gut gemacht. Da gewinnt er den Zweikampf. Defensiv machen sie es gut. Gelavogi. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Waszczykowski. Pazoe. Kuba am Ball.
Das könnte die Chance werden. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Yannick Gerhardt. Didavi. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Klasse vom Verteidiger. Er blockt die Flanke ab. Super. Kramaric. Einwurf jetzt. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Defensive ist gut organisiert. Ganz souverän hier vom Torhüter. Für die Wölfe dürfte es heute eine schwierige Partie werden. Also wir sehen hier auf jeden Fall zwei sehr ausgeglichene Teams. Da können dann die Kleinigkeiten den Ausschlag geben. Gomez! Sie bekommen den Eckball und die Chance zur Führung. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Jetzt könnte es gefährlich werden. Der Ball kommt. Er ist da und hat den Ball. Nun Kalle Rabeck. Und direkt zurückgespielt. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Mali. Pasoe. Yannick Gerhardt. Gelavogi. Mario Gomez am Ball. Und jetzt ein Schuss. Maximilian Arnold. Da trennt er ihn vom Ball. Und Wolfsburg holt sich den Ball hier zurück. Und nun Gomez. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Yannick Gerhardt. Das könnte gefährlich werden. Er versucht's. Tolle Aktion vom Torwart. Gibt Eckstoß für Wolfsburg. Er findet kein Mitspiel. Und nun ein Schuss. Sie hätten in Führung gehen können, aber der Ball geht vorbei. Warum nur, Buschi? Ah, richtig gute Gelegenheit und eigentlich auch ein guter Abschluss. Super. Kaderabek. Dem hierbei. Und jetzt wird es Einwurf geben. Süle. Er spielt den Pass auf den Flügel. Jetzt müssen sie aufpassen.
Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Da kommt der Schuss. Und er geht nicht rein. Spitze, wie er den gehalten hat. ...0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Und mit dem Unentschieden gehen wir in die Pause. Trotzdem kann der Trainer zufrieden sein, kann er? Ja, finde ich schon. Spielen ja gut und müssten eigentlich auch führen. Ich bin mir sicher, wenn sie so weitermachen, gewinnen sie das hier heute. Der VfL Wolfsburg wird jetzt wechseln. Das Wetter wird nicht besser, aber trotzdem läuft die zweite Hälfte jetzt. Kramaric. Da passt er auf. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Basoe. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Super. Wagner. Jetzt wird's gefährlich. Flanke kommt, wird das eine Chance? Basoe. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Einwurf jetzt. Und jetzt wechseln sie. Wird's jetzt gefährlich. Sie suchen die Lücke. Flanke geht zum Abwehrspieler. Da war mehr drin. Kramaric. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Kramaric. Den hält er super. Der Ball ist im Tor aus. Es gibt Ecke. Ball im Haus, es gibt Ecke. Schießt er ihn rein? Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Gleich wird hier ausgewechselt. Elavogi. Da trennt er ihn vom Ball. Tolles Tackling von ihm. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Da gibt es den Freistoß gegen Wolfsburg. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein.
Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Und jetzt ein Wechsel bei den Wölfen. Das könnte die Chance werden. Kevin Vogt. Muss Einwurf geben. Gut aufgepasst und abgefangen. Einwurf. Gela Vogi. Und den spielt er gleich wieder zurück. Tipp. Das könnte gefährlich werden. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Er spielt den Pass zurück. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Gut verteidigt hier. Kramaric. Polanski. Kevin Vogt. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Gute Flanke, aber mindestens genauso gut vom Verteidiger. Eckball gibt's. Keine gute Ecke, die Chance ist vorbei. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Maximilian Arnold. Kramaric. Das könnte eine Gelegenheit werden. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Abwehr hat aufgepasst. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und er bringt den Ball rein. Das wird Abstoß geben. Jetzt wird es den Wechsel geben. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sehr gut reingespielt. Amiri.
wird's jetzt gefährlich. Stark vom Abwehrspieler. Er kommt als Erster an den Ball. Didavi. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Und jetzt geben die Fans hier noch mal Gas. Gibt ordentlich was drauf an Nachspielzeit. Vielleicht geht ja noch was. Natürlich rechnen sich die Fans hier jetzt noch mal was aus. Natürlich noch können sie das Ding hier gewinnen. Waschikowski. Und das war's. Kein Sieger am Ende der 90 Minuten. Es geht los. Die Verlängerung läuft. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Gutes Tackling. Amiri. Polanski. Tab. Didavi. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Da trennt er ihn vom Ball. Schalay. Nun Kalerabek. Wird das seine Torchance? Der Ball kommt. Da trennt er ihn fair vom Ball. Kaderabek. Polanski. Kramaric. Jetzt wird's gefährlich. Super durchgesetzt. Freistoß. Und er hat er auch schon gelb. Da muss er doch besser aufpassen. Jetzt müssen sie aufpassen. Und nun ein Schuss. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Und jetzt geht's hier gleich in die zweite Hälfte der Verlängerung. Jetzt läuft die zweite Hälfte in dieser Verlängerung. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Gut geklärt, aber Einwurf. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Castells. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Das könnte die Chance werden. Das wäre fast die Ecke gewesen. So gibt's Einwurf.
Schalay. Die Flagge kommt gut rein. Gute Flanke, aber sie können trotzdem klären. Ein Tipp. Und in 8 Minuten ist dann auch diese Verlängerung vorbei. Defensiv machen sie es gut. Waschikowski. In 7 Minuten ist die... Gibt Freistoß für die Wölfe. Didavi. Jelavogi. Immer noch keine Entscheidung in dieser Partie und die Zeit wird langsam knapp. Gibt's noch den späten Siegtreffer? Das könnte gefährlich werden. Er geht abseits. Ein Tipp. Didavi. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Gut aufgepasst in der Abwehr. Das hätte gefährlich werden können. Souverän gemacht. War gar nicht so einfach. Didavi. Die Defensive steht. Die Entscheidung fällt heute im Elfmeterschießen. Kein Team konnte sich in der Verlängerung durchsetzen. Es wird spannend. Der erste Elferschütze steht bereit. Der war grenzwert. Ja, ja, bei dieser Verzögerung im Anlauf, da bleibt er ja fast stehen. Man kann das fast bis hier oben hinspüren. Also ganz sicher scheint er sich seiner Sache nicht zu sein. Sehr platziert. Tor. So muss man einen Elfmeter schießen. Oh ja, herrlich gemacht. Also besonders sicher sieht er gerade nicht aus. Was für ein tolles Tor! Ich finde er Glück, dass er hier nicht zurückgepfiffen wird, Buschi. Ja, das war grenzwertig, Wolf. Der bleibt fast stehen. Klasse Parade hier, kein Tor! Das hat er super gemacht. Tor. An die Latte geht der Ball, aber er springt nicht ins Tor. Auf mich wirkt er ein bisschen angespannt. Ja, ganz sicher, wie er das gemacht hat. Aber an der Grenze, Wolf, an der Grenze. Da hat er schon stark verzögert beim Anlauf. Kann es sein, dass er ein bisschen... Super gemacht. Das muss ein ganz schöner Druck sein. Trifft er nicht, bedeutet das die Niederlage. Ganz sichere Elfmeter, wie der das gemacht hat. Ganz souverän, ohne jedes Problem. Sicher sieht er für mich nicht aus. Er macht den Elfer. Daneben, die Nerven! Ihn als Schützen zu nominieren, war leider keine gute Idee vom Trainer.
with the cold, cold.